Da ist das Ding noch einmal. 20 Jahre nach dem Gewinn der Basketball-Europameisterschaft hat sich fast das komplette Team von damals in München wieder getroffen, um sich im Olympiapark an den größten Erfolg im deutschen Basketball zu erinnern. Und natürlich durfte auch der Chef und Vater des Erfolgs von damals nicht fehlen. Das war super. Also das ist schon die Mannschaft. Mannschaft muss man so sagen, das hatte eine Geschichte geschrieben und wir sind Europameister geworden. Und wir waren alle sehr stolz. Die Sensation von München, als man den großen Favoriten Russland in letzter Sekunde 71-70 bezwang, ist plötzlich wieder ganz nah. Für Stefan Beck bleiben durchweg positive Erinnerungen. Ich habe jetzt nicht geweint, aber ich habe gesehen, wie einige doch ein, zwei Tränen verdrückt haben. Das ist hoch emotional. Also wenn man herkommt und man sieht das aus verschiedenen Blickwinkeln, man erinnert sich an Sachen, die so eigentlich gar nicht mehr präsent sind. Man hat ja nur diesen großen Anlass, diesen letzten Korb, wie Christian Welp fluchtartig die Halle verlässt, um für sich alleine zu feiern. Und der Jubeltrubel ausgelassen auf dem Spielfeld feiern, das sind so Sachen, die einem dann in Erinnerung bleiben. Es wurde viel gelacht in München, man hatte sich viel zu erzählen. Das Team von damals ist in die Jahre gekommen. Die Freude über das Wiedersehen, 20 Jahre nach dem Titelgewinn aber, steht jedem Einzelnen ins Gesicht geschrieben.